Roland Turk, Präsident des Landesbeirats für das Kommunikationswesen, hat in der ersten Plenarsitzung im Juni dem Landtag seinen Tätigkeitsbericht vorgestellt. Dabei stellte er eine sinkende Tendenz bei den Streitigkeiten fest, die zwischen Smartphone- bzw. Internetnutzern und ihren Anbietern zu schlichten sind. Er appellierte auch an Landtagspräsidentin Matthey und Landeshauptmann Kompatscher, sich in Rom für neue Kompetenzen für die regionalen Beiräte einzusetzen. Turk ging auch auf die Kontrolltätigkeit im Rahmen der Landesmedienförderung ein. Abgeordnete und Landesräte forderten mehr gegenseitige Unabhängigkeit, was die Beziehungen zwischen Politik und Medien angeht. Auch Volksanwältin Gabriele Morandell hat den Abgeordneten ihren Tätigkeitsbericht für das Jahr 2021 vorgestellt. Die wichtigsten Schwerpunkte der 1150 Beschwerdefälle waren die einschränkenden Corona-Maßnahmen, die Neuigkeit im Landesgesetz für Raum und Landschaft, die bürokratischen Hürden bei der Vergabe von Beiträgen an Vereine und Verbände und die Nachzahlung von Arbeitsjahren für die Altersrente. Die Zunahme der Digitalisierung und eine damit einhergehende zusätzliche Distanzierung der öffentlichen Verwaltung vom Bürger wurde auch festgestellt. Landesrätinnen und Landesräte, vor allem Landtagspräsidentin Rita Matthey, haben darauf hingewiesen, dass die Arbeit der Volksanwältin angesichts dieser Schwierigkeiten noch wertvoller sei. Die Abschlussrechnung des Südtiroler Landtages mit einem Etat von 19 Millionen Euro wurde genehmigt. Grünes Licht für die Anträge der Freiheitlichen, die Stromgewinnung durch Photovoltaikanlagen für Haushalte und Betriebe und die energetische Selbstversorgung der öffentlichen Gebäude und Immobilien weiterhin zu fördern sowie gesetzliche Initiativen zu ergreifen, damit künftig Vermieter besser vor Mietnomaden geschützt werden können. Angenommen auch die Anträge von Team K, die Anschaffung eines zweiten Paars orthopädischer Schuhe jährlich für Personen mit Fußpathologien zu finanzieren und die Co-Projektierungen der öffentlichen Verwaltung im Sozialbereich zu fördern. Auch der Antrag von der Südtiroler Freiheit und Enzian zur Aufnahme von Verhandlungen für die Wiederherstellung aller beschnittenen Autonomiekompetenzen erhielt grünes Licht. Angenommen wurden schließlich auch der Antrag von SVP und Südtiroler Freiheit, das Register der in Südtirol tätigen ehrenamtlichen Vereine in Südtirol zu führen und die Bestimmungen zum Vereinswesen zu vereinfachen, sowie der Antrag der SVP, mit unterzeichnet von Fratelli d'Italia, für eine Reform des Bürgergeldes dort, wo es negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat.